Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Setup von mir. Ich habe diesmal was Neues ausprobiert und zwar habe ich einen etwas, ja, künstlerischeren Weg gewählt. Ich weiß, viele finden mein Bullet Journal sonst auch schon irgendwie sehr, ja, filigran und detailliert und zeitaufwendig. Diesmal habe ich mal wirklich ein zeitaufwendiges Layout gewählt und zwar mit Aquarellfarben. Ihr seht gerade hier schon die erste Seite, was ich sonst auch nicht gemacht habe, und zwar, dass ich mir so eine Art Coverbild für den jeweiligen Monat gemalt habe. Als Thema habe ich ganz sommerlich so palminspirierte Monstera-Pflanzen und Palmblätter eben gewählt. Und ich male hier ganz unterschiedliche eben in so einen runden Kreis, in den ich gleich dann noch den Monatsnamen hineinschreiben werde. Ich bin hier so nach und nach vorgegangen. Ich habe so verschiedene Schichten gewählt. Erstmal die Grundierung und dann eben vor allem die Aquarellfarbe. Dann, wenn das ein bisschen getrocknet ist, nochmal mehr Details. Und jetzt hier am Ende habe ich dann noch mehr kleine Details mit Stiften hinzugefügt. Teilweise mit so Brush Pens, aber auch mit einem weißen Kalligrafiestift. Das sieht vor allem so auf den Monstera-Blättern ganz schön aus, wie so kleine Licht- oder Wasserflecken. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ihr mit Aquarellfarben arbeitet, kann ich euch empfehlen, zur Sicherheit nochmal irgendwelche Postkarten oder losen Blätter zwischen die Blätter zu legen, falls es eben doch noch nicht ganz trocken ist. Und ich habe dann mit anderen normalen Weekly Spreads weitergemacht. Ich habe hier einmal den Überblick für den Monat Juni gemalt. Das ist die erste Seite, die ihr hier links seht. Die ist vom Aufbau her so wie jeden Monat, das heißt einfach ohne irgendeine besondere grafische Aufarbeitung. Einfach jeder Tag hat eine Zeile und da kommen dann meine Termine rein. Dann für meinen Dankbarkeitslog habe ich das gleiche Layout auch gewählt. Und das hat für mich letzten Monat sehr, sehr gut funktioniert. Hier oben kommt noch ein kleiner Color Code hin für Termine, die Freizeitaktivitäten sind und Arbeitstermine. Und dann geht es auch weiter. Jetzt seht ihr ein neues Spread, das probiere ich das allererste Mal aus. Das ist Align a Day. Und das soll für mich ein bisschen diese Erinnerungs-/Memories-Seite ersetzen, die für mich nämlich letzten Monat leider wieder mal gar nicht funktioniert hat. Und zwar, ihr seht es nachher, ich habe gleich nämlich noch einen Überblick, da habe ich nämlich gar nichts reingemalt. Produktivitätslog, habt ihr gesehen, bleibt gleich. Und um das Ganze jetzt eben noch mal ein bisschen, ja, mit frischem Wind zu versehen, habe ich meinen Habit Tracker jetzt mal umgestellt. Und zwar, ich habe es mir hier schon vorgemalt mit einem Zirkel, es scheint schon leicht durch, und zwar habe ich den rund gemacht. Das ist ganz schön viel Arbeit und bietet sich nur an, wenn ihr nicht allzu viele Sachen tracken wollt. Man hat noch ein bisschen Platz auf der Seite, weil das meistens nicht ganz so riesengroß gemacht werden kann. Deswegen kann man unten noch eine Quote hinschreiben oder wie ich eben was hinmalen. Ich habe hier wieder ähnliche Pflanzen hingemalt und so hat eben der ganze Monat dieses schöne Thema. Ihr braucht ein Kuchenstück, was ein bisschen größer ist, wo ihr eure Aufgaben reinschreibt. Da habe ich wieder Meditation und sowas dabei. Und dann kann man entweder ganz innen oder ganz außen die Tage dazu schreiben. Als nächstes kommt mein Sleep Log. Der ist vom Layout her mehr oder minder auch gleich wie immer. Allerdings eben mit so ein paar kleinen Wasserfarbenakzenten. Und wie ihr eben auch seht, ich habe jetzt mal so eine Handlettering-inspirierte Schrift gewählt als Überschrift. Und mit Aquarell eben hier so einen farbigen Streifen hingemalt. Die Zahlen oben, das sind eben die Stunden für den Schlaf. Und was mir gerade auffällt, ich habe hier jetzt nicht markiert, wann ich idealerweise ins Bett gehe. Das mache ich sonst ja immer. Aber jetzt schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. Das ist eben mein Deckblatt, die Monatsübersicht und mein Dankbarkeitslog. Relativ, ja, puristisch bis eben die Elemente mit den Überschriften und den kleinen Zeichnungen. Gefällt mir aber sehr gut. Als Akzentfarbe passend dazu habe ich grün gewählt. Und ja, ich finde das ganz toll und das ist jetzt mein Setup. Es fehlt nur noch ein Weekly Spread. Ich glaube, ich werde damit wieder starten. Aber jetzt schauen wir uns doch erstmal meinen letzten Monat im Vergleich an. Und wie ihr hier seht, die Memories-Seite komplett leer. Ich werde mich nochmal hinsetzen, wenn ich jetzt eh schon so im Zeichenfieber bin und das nochmal ausfüllen, weil es sind echt viele Sachen passiert. Habit Tracker, wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingsseite, aber ich freue mich trotzdem jetzt auch mal so ein rundes Layout auszuprobieren. Ich habe da ganz viel auf Instagram und Pinterest zu gefunden und ich verlinke euch auch mal ein, zwei Vorlagen unten in der Infobox.
Und ja, meine Dailies haben sich sehr stark weiterentwickelt letzten Monat. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Und generell, ich werde auch noch einen Blogpost veröffentlichen mit meinem neuen Layout. Das heißt, wenn ihr Bilder dazu sehen möchtet, um das besser nachzeichnen zu können, schaut da vorbei. Ansonsten werde ich auch was auf meinem zweiten Instagram-Account T&Create posten. Das heißt, da könnt ihr euch auch das Ganze nochmal im Detail anschauen, weil manchmal hilft es einfach, so eine Vorlage zu haben, um das besser abzuzeichnen. Und das hier sind jetzt momentan so meine liebsten Daily Spreads, die eben auch meine Ernährungsumstellung gut tracken. Ja, und das war's dann jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder.